Wir wohnten bereits 10 Jahre in diesem Haus in Berlin, als das Unglück in Tschernobyl passierte. 3 Jahre haben wir daran gebaut. Wir haben es selbst gebaut. Wir haben unsere ersten Ehejahre damit verbracht, das Haus zu bauen. In der Zone lebten wir in ständiger Angst, aber unser Leiden ist noch nicht vorbei. 1990 veränderte sich unser Leben grundlegend, als wir erfuhren, dass unser Sohn chronisch krank war. Wir zogen hierher nach Minsk. Unser Leben wird jetzt vollkommen von Tschernobyl beherrscht. Alle sind sie fortgezogen, aus Angst vor der Strahlung. Sicher, es gibt Strahlung hier, aber die gibt es doch heute überall. Deshalb leben wir immer noch hier in Duriche. Um ehrlich zu sein, wenn ich nach Gomel zöge, bekäme ich noch schlimmere Kopfschmerzen als hier. Hier ist wenigstens die Luft sauber und es gibt keine Autos. Was sind die glücklichsten Augenblicke für Sie? Nun, ich war glücklich, als hier noch Menschen lebten. Sie gingen einander besuchen oder sie gingen gemeinsam aus. Jetzt bin ich die einzige junge Frau hier. Wir sehen fern, sitzen und tratschen miteinander oder lesen Bücher. Ich langweile mich hier nicht, meine Kinder auch nicht. In manchen Gegenden gibt es Menschen, die an Krankheiten leiden, auch an Schilddrüsenkrebs, die auf die Strahlenbelastung von Tschernobyl zurückgeführt werden konnten. Aber in der Gesamtbevölkerung haben sich keine konkreten Auswirkungen von Tschernobyl gezeigt. Bis jetzt ist die Zahl der Krebserkrankungen nicht gestiegen, auch nicht die Zahl der Schilddrüsenkrebserkrankungen. Bei derartigen Strahlendosen kann es zu keinen Veränderungen im Erbgut kommen. Es gibt jedoch unserer Meinung nach ungeheure Auswirkungen, die nichts mit der Strahlung zu tun haben. Es gibt eine steigende Zahl von Herzbeschwerden etwa. Auch neurologische und psychiatrische Probleme nehmen zu. Das sind die Folgen eines Unfalls, aber nicht die Folgen radioaktiver Verseuchung. Es ist eher der soziale Stress, unter dem die Menschen so lange standen. Und ich glaube, dass daran hauptsächlich die Massenmedien schuld sind. Die Bürokraten wissen, wenn die durch Strahlung verursachten Gesundheitsschäden gravierend sind, was sie aber immer seit Beginn des Atomzeitalters bestritten haben, dann ist die Kernenergie tot. Die Regierung der Sowjetunion hat sich entschlossen, Tschernobyl zu vertuschen. Wir finden nichts außer Strahlenangst. Dieser Bub ist 12 Jahre alt. 1986, zur Zeit des Reaktorunglücks von Tschernobyl, lebte er mit seiner Mutter in Minsk. Sein Schilddrüsenkrebs wurde bei einer ärztlichen Untersuchung entdeckt. Außer ihm gibt es unter den Kindern noch dieses kleine Mädchen, Tanja. Tanischka lebt in Gomel. Sie ist 11 Jahre alt und hat ihre vergrößerte Schilddrüse selbst entdeckt. Wir werden sie in 3 Tagen operieren. Fürchtest du dich? Nein? Aber warum lächelst du dann nicht?
Sehen Sie es doch einmal so. Was meinen Sie, wie populär es wäre, 475.000 Menschen in einer Stadt zusammenzutreiben und zu erschießen? Wäre das nicht eine nette Sache? Glauben Sie, die Menschen würden das einfach so hinnehmen? Aber wenn man die Toten verstecken kann, indem man sie zeitlich und örtlich gut verteilt, kann man sagen, es ist ja nicht so schlimm, es ist ja nur einer von 1000, nur einer von 100, nur einer von 10.000. Das steckt doch hinter dem ganzen Verseuchungsspiel. Einige sehr wichtige Aspekte unserer Tätigkeit müssen geheim bleiben. Dafür sorgt diese Kommission. Tatsache ist, wenn die Geheimhaltung unintelligent oder hysterisch betrieben wird, schadet das nur unserer eigenen Sicherheit. Das wird vielleicht manche Leute schockieren, aber es ist wahr. Herr Tyrell war einer von 69 Häftlingen, die in der Bundesstrafanstalt Oregon bestrahlt wurden. Die Experimente wurden von Dr. Karl Heller durchgeführt, und zwar ausdrücklich, um die Wirkung von Strahlen auf die männlichen Hoden zu untersuchen. Ich wurde wegen versuchter Vergewaltigung und Sodomie angeklagt. Ich ging vor Gericht, verlor den Prozess und wurde zu 20 Jahren Haft verurteilt. John Atkinson. To the control center. Bill McCracken. Bill McCracken. To the control center. Ich schaue diese Maschine an, mit der sie es machten. Wir legten uns zwischen die beiden Höcker. Ich bekam eine Strahlendosis von 600 Rad. Nach einer Bestrahlung hielten wir unsere Hoden hier ins heiße Wasser. Es war ein selbstgebasteltes Röntgengerät. Heller hat es selbst zusammengebaut und es wurde von Häftlingen bedient. And it was run by inmates. Wir mussten uns ausziehen, unsere Hoden mit einem Stück Stoff umwickeln, sie in ein Glas Wasser tauchen und uns dann auf diesen Röntgentisch legen. Dann beschossen sie uns mit den Strahlen. They shot this radiation at us. Und sie standen draußen, während sie es machten. Nur wir waren drinnen, ganz allein. Warum haben sie Häftlinge verwendet? Warum haben sie Verurteilte verwendet? Warum? Weil sie hilflos waren. Sie galten als der Abschaum der Gesellschaft. Egal, wie man über ihre Verbrechen denkt, sie sind immer noch Menschen. Sie entnahmen Stücke aus meinem Hoden, Gewebeproben. Sie schnitten hinein und nahmen wirklich Stücke heraus. Die schickten sie zur Untersuchung nach Seattle. Manchmal wurden unsere Hoden so groß wie Grapefruits. Es war so hart. Dr. Heller operierte mich einmal und war dabei so zittrig, dass ich Angst hatte, ihn könnte der Schlag treffen. Die Experimente wurden von der Atomenergiekommission finanziert. Aus den Aufzeichnungen geht hervor, dass sie das streng geheim halten wollten. Es gibt auch Hinweise, dass das Nationale Forschungslaboratorium in Oak Ridge mit Gewebeproben versorgt wurde. In den 60er Jahren beteiligte sich die NASA daran. Und stellen Sie sich vor, was für eine Überraschung. Die NASA hat all ihre Aufzeichnungen darüber verloren. Es hat sehr weh getan. Aber es war eine Art, zu Geld zu kommen, für die Kantine und die Dinge, die man eben braucht. Wie viel haben Sie bekommen? $5 im Monat und $100 am Ende des Programms. Aber wir machten ja mehrere Programme gleichzeitig.
Warum so viele Experimente? Sie wurden an wenige Minuten alten Babys durchgeführt. Sie wurden an Alten durchgeführt, an unseren Soldaten auf dem Testgelände in Nevada. Sie wurden an Matrosen durchgeführt, an Schwangeren, an Häftlingen. Wenn ich gewusst hätte, was ich jetzt weiß, wäre das nie passiert. To anybody.